Insgesamt halten wir das Kurspotenzial für die internationalen Aktienmärkte in 2020 für begrenzt. Im Wesentlichen aus zwei Gründen. Einerseits haben sich die Aktienmärkte in diesem Jahr schon sehr, sehr gut entwickelt und sind reihenweise um über 20% gestiegen. Wenn man sich das aktuelle Bewertungsniveau der Aktien anschaut, dann stellt man fest, dass wir da mittlerweile auf dem historischen Mittelwert oder wie im Falle US-amerikanischer Aktien auch schon deutlich darüber liegen. Auf der anderen Seite wachsen auch die konjunkturellen Bäume nicht in den Himmel. So erwarten wir für Deutschland und Europa insgesamt ein eher mageres Wachstum. Und wir können im Moment keine Anzeichen erkennen, dass das Wachstum in China sich wieder deutlich beschleunigt. Und auch in den USA rechnen wir damit, dass das Wachstum unter dem von 2019 verbleiben wird. Aber was bedeutet das für die Aktienmärkte konkret? Für die Unternehmen im DAX 30 Index in Deutschland rechnen wir mit einem einstelligen mittleren Gewinnwachstum der Unternehmen, sodass auf dem aktuellen Bewertungsniveau der DAX Ende des Jahres 2020 bei ungefähr 14.000 Punkten liegen sollte. Da wir aber auch im kommenden Jahr politische Einflüsse haben, wie zum Beispiel der Brexit im Januar oder auch die Handelsstreitigkeiten zwischen USA und China, gehen wir weiterhin von Volatilitäten aus, sodass wir den DAX in einer Bandbreite von 11.500 bis 14.500 Punkten sehen. Für die europäischen Indizes halten wir ein ähnliches Kurspotenzial für möglich. Auch für die europäischen Unternehmen rechnen wir mit einem einstellig mittleren Gewinnwachstum für die kommenden Jahre, sodass wir den Eurostoxx 50 bei ungefähr 4.000 Punkten und den Stoxx 50 bei 3.600 Punkten sehen. Für den US-amerikanischen Aktienmarkt sind wir dagegen etwas optimistischer. Trotz der hohen Bewertung, die US-amerikanische Aktien bereits erreicht haben. Vor dem Hintergrund, dass wir eine etwas stärkere US-Konjunktur haben, ein höheres Zinssenkungspotenzial der amerikanischen Notenbank und die Tatsache, dass die US-Indizes deutlich technologielastiger sind und Technologieunternehmen über höhere Gewinnzuwächse verfügen. Insofern sehen wir den S&P 500 am Ende des Jahres 2020 bei 3.400 Punkten. Wir gehen davon aus, dass das kommende Jahr zwei ganz unterschiedliche Jahreshälften haben wird, was die Aktienmarktentwicklung angeht. Für das erste Halbjahr sehen wir noch die Unsicherheit, die Risiken im Vordergrund. Insofern gehen wir auch davon aus, dass die Aktienmärkte leicht nachgeben werden. Wir erwarten keinen Aktienmarktcrash, aber schon eine Korrektur von bis zu 10%. Hintergrund hierfür ist erstens die sehr gute Aktienmarktentwicklung, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Nach einer solchen Bewegung ist es nicht unnormal, wenn zunächst erstmal eine Konsolidierung ansteht. Darüber hinaus werden wir ab Ende Januar dann im Februar und März Unternehmensgewinne präsentiert bekommen für das abgelaufene vierte Quartal. Und da die Konjunkturschwäche angehalten hat im vierten Quartal, rechnen wir damit, dass diese Berichte nicht besonders gut ausfallen werden. Gleichzeitig werden die Unternehmen auch ihren Jahresausblick 2020 veröffentlichen. Und auch hier glauben wir, dass aufgrund der schwachen Konjunkturentwicklung unter vielen politischen Themen eher negative Überraschungen zu erwarten sind. Und darüber hinaus werden wir uns mit politischen Themen auseinandersetzen, die wir auch dieses Jahr schon hatten. Dazu gehört der Brexit, dazu gehören die Handelsstreitigkeiten, dazu gehört dann aber auch eine US-Wahl, die beginnt. Insofern sind wir für das erste Halbjahr eher negativ gestimmt. In der zweiten Jahreshälfte dagegen können wir uns vorstellen, dass die Aktienmärkte drehen, dass die Anleger wieder etwas optimistischer werden. Wir haben dieses Jahr Zinssenkungen gesehen in Europa und China, kleine Schritte. Dagegen in den USA eine zinspolitische Wende. Die amerikanische Notenbank hat die Zinsen dreimal gesenkt. Insofern können wir uns vorstellen, dass die Konjunktur etwas anspringen wird im zweiten Halbjahr. Darüber hinaus wird der Wahlkampf in die heiße Phase gehen und wir werden wahrscheinlich einen US-Präsidenten Trump erleben, der deutlich mäßigere Töne gegenüber seinen Handelspartnern anschlagen wird, insbesondere gegenüber China, was auch hier zu einer Entspannung an den Aktienmärkten führen sollte. Darüber hinaus waren Wahljahre immer gute Aktienmarktjahre. So hat der S&P 500 in der Vergangenheit in Wahljahren im Durchschnitt 8% zugelegt. In Verbindung mit Wahlgeschenken, wie wir sie bei den letzten Wahlen gesehen haben, können wir uns vorstellen, dass das eine zweite gute Jahreshälfte wird. Die Frage ist, wie positioniert man sich in einem solchen Jahr 2020? Zunächst einmal würden wir mit einer nicht zu
hohen Aktienquote in das Jahr starten. Wir würden defensive Branchen und Titel präferieren und wir würden eher große Unternehmen den kleineren vorziehen. In eine Konsolidierung hinein würden wir dann allerdings das Portfolio wieder etwas offensiver ausrichten. Wir würden die Quote erhöhen, wir würden zyklisches Exposure mit in das Portfolio aufnehmen. Das sind Unternehmen aus den Bereichen Chemie, Grundstoffe, aber auch Industriewerte. Und dann halten wir auch den Zeitpunkt für gekommen, um wieder die deutsche Industrie, insbesondere aus der zweiten Reihe, also aus dem MDAX, SDAX oder TecDAX, wieder etwas stärker zu gewichten.